Ich klatsch in die Hände. Na, 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 na. Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und der Stecher beim Stechen Lust stöhnt in der Montagehalle, in die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Gabelstapel prallt. In einem stehen habe ich das. Okay, breit. Junge, Textsicherheit ist da. Okay. 3, 2, 1. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2 Online und zusammen mit dem Mike. Willst du mich verarschen? War noch nicht bereit. Hey Leute, was? Ich bin auf jeden Fall da. Nein, ist alles in Ordnung. Ich habe nur so dumm in die Kamera geguckt und du hast einfach schon angefangen und dann dachte ich so, naja, jetzt muss ich diesen Blick einfach vorziehen. Ja, und wir sind nicht nur zu zweit hier, sondern 4.500. 1.000 Geld wäre für dich schon eine Million. Und mein Mikro kackt schon wieder ab, Alter. Hier stehen so viele, das ist richtig geil. Hier stehen so viele, da muss ich erstmal dieses Ding hier finden. Wir fahren auf jeden Fall, weißt du noch, wie es heißt? Also wir bleiben in einem Kalais, Kalais oder so, Kalais. Erdnussbutter, 19 Tonnen. Also ich bekomme zwar nur 22.000 und ich bin ultra in den Schulden und alles. Alter, ich sehe nicht, wo ich das abholen soll. Ja, hast du es überhaupt schon angenommen? ich hab's angenommen. Ja. Also jetzt würde ich nicht dran schuld, wenn ich nicht einparken kann, weil... Also ich hab's geschafft. First try, easy. Ich, ja, ich komm noch nicht wieder raus. Das fällt nicht mal. Ich sehe es auf der Karte, aber ich weiß nicht, wo es jetzt... Ah, da ist es. Ja, naja. There it is. Wenn das so erstmal weiß, dann schaffen wir es ja auch in... Bei mir renkt's übrigens. Ah, das ist zum Glück bei mir mal ausnahmsweise nicht. Arsch auch. ich habe ihn angehupt und hier so Lichthupe gegeben, weil er über Rot gefahren ist. Richtig. Bist du schon runtergefahren oder hast du auf einem anderen Betriebsgelände? Nee, ich bin schon runtergefahren. Ich fahre gerade schon. Wir versuchen uns andere auch ähnlich gut wie ich einzuparken. Achso, du bist doch gar nicht. Ah, okay. Alter, ja, okay. Nein! 2% Schaden! Warte kurz, wieso das denn? Ich dachte, du bist noch drauf. Ja, bin ich ja auch, aber ich bin in den Zaun gefahren. So, hier kann mich jetzt keiner hitten, ohne das Schild umzufahren, das finde ich gut. Ich habe auf jeden Fall Bock, ich habe mir 9 Tee geholt, Leute. Ihr kennt die letzten Folgen, wir nehmen das immer noch quasi hintereinander auf, machen hier coolen ETS-Abend. Das können wir mal auch im Stream machen, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben und natürlich einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Ganze gefällt. Ideen, was wir mal machen können, wo wir mal hinfahren sollen, gerne auch reinschreiben. Ich bin sehr gespannt und ja, jetzt warten wir erstmal, bis der Herr Jan Janodopoulos kommt. Ne? Demnächst. Geben Sie bitte Gas. wir haben natürlich alle Strafen an. Wir wollen realistisch fahren. Also, was heißt realistisch fahren? Wir halten uns an den Verkehrsregeln, so mehr oder weniger, natürlich. Ja. Wir wollen Dampf geben, das ist klar. Und vor allen Dingen wollen wir Dampf geben in der Hinsicht, dass wir Geld bekommen, aber auch schnell wegfahren von echten anderen Fahrern. Von mir beispielsweise. Ja, weil Mike macht mir Angst. Zu Recht. Ja, weiß ich. Also, ich kann hier nicht schneller fahren als erlaubt. Ich darf nur auf 70 km/h und ich darf auch nur 70 fahren. Das ist ja hier mal so. Finde ich gut, weil dann kann ich gleich meine Beschleunigung ausspielen gegen dich. So, Ingrid? Indeed? Nicht Ingrid! ich habe aber schon den besten Job. Landwirt oder Pilot oder was weiß ich. Guck, ja, da ist meine Beschleunigung. Das wird ab jetzt das Intro von jedem Video. Oh, Alter! Du bist so ein Arsch, einfach nur! Ich habe ja nicht nur minus 350.000. Hast du Schaden gekriegt? Also, ob mein LKW Schaden hat, weiß ich nicht, aber ich schon. Nein, mein LKW hat zum Glück keinen Schaden gemacht. Oh, Gott sei Dank, ich hatte so Schiss, dass du mich gleich einfach wegrammst. Es hat trotzdem gescheppert. Ich weiß, ich wollte dich auch schneiden. Aber, ja, sonst war ich hier nicht einfach rechts rüber, oder? Aber ich habe gedacht, dass du halt ausweichst. Damit fängt schon an mit dem Problem, ja. Dass du ausweichst. Dass ich ausweiche. Ich hab doch gar nicht gesehen, dass du das... Rechts war ja noch eine Spur.
Junge, das werden so die guten Folgen. Ja, das sowieso. Oh, ich esse einfach die ganze Zeit nebenbei und trinke Tee und. Das ist richtig los, Alter. Ich fahre die ganze Zeit, bekomme richtig viel Schaden und mein LKW halt auch. Alter. Jetzt hänge ich da fest, ey, weil ich vorbei bin. Was ist im jetzt. Spiel? Warte, ich komme auch nicht mehr zurück. Ja, aber ich da stehe, Alter. Hab ich gesehen. Oh Gott, hier ist eine Wand. Ich hab Schaden. Also, ja, aber mein LKW auch. Ich. Junge, ich hab einfach so nach hinten geguckt, guckst so irgendwo links, rechts, oben, unten und fahr einfach geradeaus in die Wand. Ich hab die Wand nicht gesehen. Ja, logisch. Oh, da kommt einer, ich bin's nicht. Da kommt gleich noch einer. Bist du es auch nicht oder bist du? Nee. Soll ich den auch mal schneiden? Ja. So ein kranker Typ, in dem ich erfahre, ey. Wow. Ich weiß. Aber weißt du, was ich da immer sag? Ein bisschen Spaß muss sein. Oh mein Gott, jetzt sehe ich Sachen. Muss die ganze Zeit jetzt J gedrückt halten. Und vor allen Dingen muss ich mal langsam in die Kurve reinfahren. Gedrückt halten, hä? Ja. Das ist ja so wie in echt. Du kannst fernlich ja nicht anlassen. Also, du musst ja immer gedrückt halten. Was? Also, du solltest nochmal. Aus welcher Welt kommst du denn, Alter? Was? Ja, also so sollte es sein, dass man, also man soll eigentlich Fernlicht ja nicht dauerhaft da haben, deswegen sei es so, ne? Ist der lost? Also das schneide ich aber mega rein, was ist denn das denn für eine Logik? Wieso, was denn für eine Logik? Hä? Bist du lost? Lichthupe! Na, wenn du Fernlicht anmachst, ziehst du doch den linken Hebel zu dir. Und dann geht's Fernlicht an und wenn du ihn wieder loslässt, geht's halt wieder aus. Nein. Da stimmt alles, was du jetzt gerade gesagt hast, stimmt nicht. Okay. Oh Gott! Nein, ich hätte doch rechts gemusst! Stimmt! Ach du Arsch! Ja, guten Morgen. Ich bin dir nachgefahren. Sollen wir rück... Ah, der fährt auch hier so. Das machen wir auch, oder? Ja. Warte, ich hol schon mal aus. Ja, diese neuen Auffahrten in ETS. Und mein Navi sagt ja auch nichts, also... Ja, das hat echt nichts gesagt. What the fuck? Mach das auf Fernlicht an. Ja, aber scheinbar... Also mit dem echten Fernlicht hast du jetzt wirklich nicht recht, also jetzt ohne irgendwas hier zu sagen, so, das ist aber nicht so, wie du es gesagt hast. Okay. Also bei... Lass uns eine... Wie gesagt, ich benutze ja eigentlich nie Fernlicht, deswegen... nehme ich mich mal kurz mal raus in echt, also ich benutze eigentlich wirklich fast nie, aber... Ich bin der Meinung, dass das zumindest bei... ein, zwei Autos, mit denen ich so gefahren bin, auch tatsächlich so war. Ich weiß nicht, also vielleicht habe ich einfach nicht lang genug gezogen, dass es irgendwie tatsächlich einrastet oder so, aber I don't know, aber es ist... Nee, du musst fahren. Also, okay. Aufreger Schaden. Ich erkläre dir erstmal die Welt also jetzt. Ich seh Nein, Spaß. Nichts. Nein, aber jetzt ohne Spaß, also um das jetzt mal kurz festzustellen, das ist jetzt nicht schlimm oder so. Ist ja jetzt nicht schlimm oder so, wenn man es nicht weiß, ist ja egal. Ich benutze es auch eigentlich nie. Dieser Hebel, das ist ja meistens der Blinker, meinetwegen ist es auch manchmal ein anderer Hebel. Wenn du den zu dir ziehst, dann ist es Lichthupe und wenn du ihn wegdrückst, dann ist es Fernlicht und wegdrücken bleibt dauerhaft an und Lichthupe ist natürlich nur eine Hupe, so, das ist natürlich nur, wenn du gedrückt hältst. Ja gut, das da bin ich tatsächlich, wie gesagt, das habe ich tatsächlich noch nie angehabt, also das habe ich noch nie so benutzt, ich habe wirklich immer nur, das wusste ich gar nicht. Also,
Und so ist es natürlich auch im Spiel. Also wenn ich hier Dreieck drücke, das ist die Taste, wo ich es belegt habe, dann bleibt es halt an. So. Wenn ich X drücke, dann ist es Lichthupe, die geht. Dann musst du halt gedrückt halten. So, ne? Ah, jetzt habe ich... Oh ja, tatsächlich. Ich habe jetzt die ganze Zeit an, ey. Volle Power. Es gibt zwar moderne Autos, oder was heißt moderne, halt irgendwelche, wie es haben, meins hat es zum Beispiel auch. Wie gesagt, ich benutze es halt nie, aber meiner schaltet es quasi mal aus. Also der erkennt quasi, wenn jetzt jemand dann kommt, dann schaltet er es quasi dann automatisch aus, das Fernlicht. Und dann, wenn der weg ist und so, deswegen dann macht meckerst das. Du immer über andere. Das genau, nee, eben nicht, weil ich mir immer denke, dass die wahrscheinlich genau diese Funktion nutzen, nur das Auto nicht direkt im ersten Moment das dann checkt und ausschaltet und mich halt dann noch so für 5 Sekunden oder so blendet, weil das Auto von der Technik halt nicht so cool ist, aber ich finde es halt immer richtig assi und dann mache ich halt Lichthupe oder Fernlicht selber dann an, so hier in dein Gesicht. Aber ja, keine Ahnung. Ah, minus 840. Hättest du mal was gesagt. Was? Ach so, ich fahr 80, mich blitzt keiner. Ich guck kurz mal ein bisschen auf Instagram, ne? Fahr schon mal auf die linke Spur, ich glaube, das muss man auch. Nee, muss man nicht. Ich muss abbremsen! Rasen! Oh, oh Gott, das war so close. Geschwindigkeit. Ja, so ein Arsch, ey. Ich hab's nicht gesehen, keine Ahnung. Ich hab plötzlich so, du warst so am Reden, ich denk so, warte mal, da war irgendein Abzug. Irgendein Abzug, das interessiert dich ja eh nicht. Ja, eben. Merkst du was? Ey, Mann. Born to be alive. Ja, immerhin hat mein LKW jetzt noch nicht ganz so viel Schaden bekommen. Ja, jetzt musst du auf die linke Spur. Also, was heißt auf die linke? Du kannst auch rechts fahren. Aber... Ja, ist schon wieder. Ich überhole dich jetzt links. Schon wieder. Alter, nee, du kippst gleich um, ey. Pass mal auf. Junge. Ey! Ich bin links von dir. Echt? Dass du links bist, weiß ich. Siehst du auch meinen Blinker? Also normal könnte es passen, oder? Nein. Also jetzt, bin ich neben dir oder? Jetzt bin ich hinter dir. Warte kurz, Kamera neu starten! Alter. Er fährt weiter! Ah, nee, nein, nicht. Mein Bremsweg ist nur länger. Weil Fernlicht an ist, das kostet Energie. Und Energie ist Synchro. Zum Ausgaben. Die Energie ist zum Ausgeben da. Okay, ganz Gas geben. Ja, ey, sag's mal vielleicht 3 Kilometer vorher. Fahr doch links! Alter, du bist so ein Arsch, ey. Ja, ich komm nicht rüber. Alter, du bist ja eh schon fett. Und ja, dann noch mit Corona dazu. Das ist bestimmt irgendwie eine chemische Reaktion, die da gleich auftritt. Ey, du oh! Bist... Oh, bremst doch! Nein! Scheiße! Ist das verdient? Oh, scheiße, ich bleib hängen. Nein, ich muss Gas geben, schnell! Nein! 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 Und ich fahre auch einfach nicht weiter, das geht nicht. Ich habe 15% Schaden am LKW, 3% am Auflieger und 1% an der Fracht. Jo, komm, noch einer, das bin nämlich dich, ich. Vielleicht ist es. Ja, das bin tatsächlich nicht ich, der hat eine Rundumleuchte an. Wie weiß. Ich fahre jetzt also, übrigens los, ich, bisher bin ich fest. Das ist, glaube ich, wieder eine gute Minusgeschichte bei mir. Da hol ich mich ein. Ich habe ja gleich wieder Motor-V-Funktion. Wie viel Schaden hast du? 15% an der Zugmaschine und 3 am Auflieger und 1% an der Fracht. Also ich denke mal, das wird ausgleichen mit dem, was wir gleich verdienen. Bis jetzt, wenn es jetzt noch mehr wird, dann wird es wieder... Aber dafür kann ich jetzt nichts. Nein, dafür konntest du auch nicht. Ich habe einfach zu spät gebremst, also... Ja, gleich zieht mein Speed an. Alter, kommt dann entgegen.
Oh, Junge, ey. Oh Gott, ich achte gerade nicht drauf, sorry. Oh, ich achte sorry, gerade sorry, drauf. Sorry, sorry, wir sind ja gerade im Straßenverkehr. Oh, ich achte gerade nicht, wo ich lang war. War ich ein echter hier auch manchmal. Ja, kann ich mir vorstellen. Oh, sorry, ich habe gerade nicht drauf geachtet, wo ich lang war. Fahr so jemand voll rein, so hoppla. Habe ich gerade kurz nicht drauf geachtet. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das so einige Male schon so passiert sein muss. Muss. Ich fahre LKW übrigens. Ich fahre nicht LKW. Ich fliege. Ey, zum Glück bist du kein Autofahrer, ey, wirklich hier in dem Game, ey. So, aber du fährst sowieso einer, also wirklich. Was? Ich hab sogar das DLC, ich könnte das auch mal auswählen zum Spaß. Was, das ist echt ein DLC? Ja. Nein, Mod meine ich, sorry. Mod, ja. Ich hab den Mod tatsächlich, also ich könnte gerne mal so für dich... Nein. ...könnte ich das mal ausprobieren. Wieso fahr ich wie ein Auto? Ah, nee. Und dann die Autofahrer rechts nehmen. Nee, ich muss ja rechts abfahren. Ja, ich auch. Ja, er blinkt nicht, er ist BMW-Fahrer, Alter. Ich hab geblinkt. Ja, total spät und bist dann auch gar nicht am Anfang der Ausfädel-Dingsbums aufgefahren. Was hat das denn mit BMW zu tun, hä? Das war jetzt gar... Ja, alles asoziales Pack. Ja, ich fahr ja keinen BMW. So, welche willst du jetzt nehmen, hör mal? Die linke. Es ist nicht eigentlich klar, dass ich immer kurz vorher nochmal wechsle. Ich darf nicht vergessen. Ey, langsam wird's. Also. Ja, da kommt's ja easy vorbei, da muss ich ihn noch enger schneiden. Ja. Wäre cool, wenn da so ein anderer hinter uns wäre. Ah, nee, vor uns ist einer. Upsi. Hoffentlich hat er nicht die Rekordtaste gedrückt. Jedes Mal machst du denselben Scheiß und dann denkst du, ja lustig. Ja, natürlich, es ist auch lustig. Weil ich danach immer wegpäst. Tschüss. Ja, du würdest ja auch, wenn du es nicht machst, wegpesen. Ja, das ist richtig, ich weiß. Aber so macht es viel mehr Spaß. Ja, fahr da lang, ey. Ey. Fahr da lang, ey, Junge, was? Aber das ist tatsächlich sowas, das ist ja auch in echt, was einfach mal über den Rastplatz Nein, es ist ein Wort, was ich tatsächlich aus ganz vielen anderen Gründen, die ich jetzt nicht im Video veröffentliche, benutze ich das ganz, ganz oft. Ey. Ey. Oder Rastplatz. Oder? Ja, das. Nee, ey. Ich will die Gründe jetzt nicht nennen, aber ich benutze ganz oft das Wort Rastplatz. Nein, ey. Echt? Echt? Oh mein Gott, Motor aus. Warum? Ich bin auf die Taste gekommen. Ich werde gleich gekickt. Warte auf mich. Später. Ich bin froh, dass ich jetzt weg von dir bin. Ich höre nicht, wann der Motor an ist. Sei mal leise. Hier ist noch einer, der kommt, aber der bin nicht ich. Kannst du bitte echt ein bisschen langsamer, so 40 oder so? Ja, ich war langsamer. Weil ich ein netter Typ bin. Weil ich jetzt erst losgefahren bin, Junge. Ich drück's auf meinem Lenkrad so, ey, und dann drück ich auf die Motortaste, lol. Eingramar im Berg. Gas, Gas, Gas! Gas! Gas, 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 Gas! Und dann sagst du bergauf, ich ey! Ich bin Megatron! Was? Nee, jetzt fahr ich einen Berg runter, aber ich sehe dich auf der Karte halt jetzt da ganz vorne. So. Ja, ich fahr bergauf gerade. Das heißt, du wirst noch schneller, während das nicht langsamer wäre, obwohl ich beschleunigen soll. Das ist ja eine tolle Geschichte. Ich weiß, aber vor dir ist einer, den schneide ich jetzt. Oh,
Vor mir ist einer, was? Ja, dich hat doch gerade einer überholt. Nein. Motorfehlfunktion, Motor, Achtung, Achtung! Oh mein Gott! Ja, war aber kein Problem. Alter, du Arsch doch einfach. Du riskierst es so hart. Ich weiß. Fühlst du es? Ach, fahr rechts lang, bitte. Ja, also ich... Parkplatz. Jetzt, noch jetzt. Ja, genau. Tschüss. Neu berechnet. Route wird neu berechnet. Ja, das wird ganz kompliziert. Darfst du es vor mir rauszufahren? Ich könnte dich probieren zu schneiden. Von hinten kommt übrigens einer. Deswegen. Warte, wir sandwichen ihn. Hallo, ich muss jetzt raus. Alter! Nein! Okay. Nein! Ich fahr jetzt, das kann ich. Ich kann nicht rüber. Egal, ich fahr einfach. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich hab gesagt, egal, ich fahr einfach geradeaus weiter. Oh mein Gott, ist der langsam. Alter! Junge! Ja, der... Weißt du, der will da so ein Ticket erstmal ziehen und so, oh mein Gott, ist der langsam. Ja, natürlich ist der langsam. Aber so krass gebremst. Was für ein irrer Typ, einfach. Also ich werde sowas von hinten drauf gescheppert, wenn ich nicht ausgewichen wäre. Aber sowas von. Ja, oder so Aurett-Schaden bekommen, oder? Und dein LKW bestimmt auch. Nein, ich habe gar nichts, ich bin ausgewichen. Echt? Ja, ich dachte, du wärst da irgendwie in die Beton-Dings. Aber es hat dich dazu gebracht, vom Gas zu gehen. Ja, auch zu bremsen. Echt? Ey. Ja, nice, ja. Dann kann ich jetzt vorziehen. Ah, du bist hin. Alter, bist du gekloppt? Alter, Aufliegerschaden 25%, ja. Muss das denn sein? Was muss das sein? Du bist doch nicht rübergefahren, Alter. Ich bin auf der... Ja, aber du überholt links und nicht rechts. Ja, du bist auf beiden Spuren gefahren, da musste ich halt... Nein, ich war gerade, als du mir auf... Junge, du bist doch der, der immer rechts an den LKWs vorbeifährt. Mann. Jetzt ist doch kein Plus. Ich wollte normal fahren ab jetzt. Du bist rechts, wolltest du überholen. Du hast mich doch geschnitten. Nein. Die Schnauze. Wie kann ich dich denn schneiden, währenddessen ich auf der rechten Spur fahre? Junge, das ist so in meinem Video. Sieht man ja auch. Ich schneide das rein und dass ich davor auf beiden Spuren war, schneide ich raus. Ja, das ist aber so in meinem Video. Was sag ich? Fehlanzeige. Oh mein Gott, wie viel ist da los? Ich glaube, wir sind jetzt wieder im Chaosgebiet. Motorfehlfunktion. Nee, hier, Alter, hier ist halt echt viel los. Das liegt nur irgendwie. Ich weiß nicht, was es ist. Nee, ich weiß nicht, was es ist. Ich kann ja sagen, was es ist. Das ist ein LKW. Wirklich, wenn man in eine Stadt zu nahe kommt oder wenn irgendwie zu viele Leute oder so da sind, keine Ahnung, dann gehen die Hupen nicht. Also irgendwie ein bisschen verständlich, dass man nicht will, dass irgendwie 20 Leute irgendwie hupen, dann ist das die ganze Zeit total... Alter. Was denn? Es leckt. Du hast dich ultra hin und her geleckt. Und machst es auch immer noch. Ich weiß nicht, ob du jetzt gerade vor, neben mir oder hinter... Also bleib bitte ganz auf der rechten. Ja, okay. Ich bin tot. Du hast mich... Also ich bin durch dich, durch die Lecks gestorben. 54% Schaden. Alter. Du hast die ganze Zeit vor, zurück, über aber 20, 30 Meter hast du dich gebackt. Ich wusste nicht mehr, wo du bist. Und plötzlich warst du in mir drin und... Also ich bin auch extra nicht links. Ich bin jetzt dann, als du gesagt hast, sogar noch ganz weit rechts. Vorher war ich halt ganz normal so auf der Spur. Also ich weiß auch nicht, warum ich dann auf deiner Spur müssen, aber bei mir leckt es gerade tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Okay, ich krieg den Motor gar nicht mehr gestartet. Okay, jetzt... Boah, ey. Jetzt kommen die natürlich von hinten, da war ja auch total viele, da kommen die jetzt natürlich plötzlich an. Boah, das ist jetzt noch bitterer, Alter, was ein Dreck. Okay, das heißt, weitere... Oh Gott, ich komme gar nicht, ich muss abbiegen, aber die lassen mich nicht rein. Na, so viele jetzt, komm, die wollen alle rechts halt auch vorbeifahren, so wie du. Okay, das heißt also, ich gehe auf jeden Fall schon in die Minus von 100.000 noch heute wieder. Von der Folge, also das heißt, keine Panik, Leute. Ich halte meinen Stil bei, dass ich halt immer ordentlich Minus reinbülle in den Online-Folgen. Keine Panik.
bleibt gleich. Aber warum hier jetzt plötzlich so die also, aber also hier ich denke mal, es sind los. Einfach. Weil ja, weil so viel hier los ist. In der Stadt ja, auch. Ich habe richtig Frame-Einbrüche. Ich auch. Das ist ja. Richtig krass. Es war. Also es tut mir wirklich gesagt sehr leid, natürlich für die Sachen vorher. Dafür, ja, für die Sachen dafür. Vorher natürlich auch. Das ist ja. Natürlich lost. Das wäre jetzt nicht so schlimm alles mit deinen 20%, klar. Das waren ja, das war scheiße, das aber es ist halt ja, aber der Auflieger kostet ja auch nicht viel, das sind ja immer nur ein paar tausend. Und den meinen LKW selber, die Zugmaschine habe ich mir ja selber so ein bisschen kaputt gemacht. Das waren halt immer nur so kleine Schäden, aber jetzt habe ich mir halt über 50% halt hier auf die Zugmaschine dadurch drauf geballert, aber dafür konnte halt keiner von uns was. Weil ich halt dann schon langsamer gemacht habe und ich wusste halt gar nicht mehr, wo du bist, weil teilweise warst du dann hinter mir, teilweise warst du vor mir und dann war es halt einmal plötzlich in mir und ja, kann man halt nichts machen. Ja, wenn ich halt früher rechts gewesen wäre oder so vielleicht, ich weiß es nicht. So, dann Scheiße. Bin ich jetzt endlich hier auch an meine Station angekommen, wo ich hin muss. Ich bin auf jeden Fall noch weiter gefahren, aber es ist an jeder Abladestation gerade sehr viel los. Ich sehe zum Glück mein Ding, wo ich reinparken muss, zumindest noch. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Zum Teil, obwohl einer hier drin steht mit. Okay, das scheint dem Game noch nicht zu schmecken. Das war doch mal. Ich muss erstmal 7-mal versuchen, den Motor zu starten. Gut eingeparkt. Ah, nicht nein! Mal. Ja! Nein! Ey, das ist. Ja! Okay, ja. Ja, nein, ja. Gott, mein Mikro. Annehmbar ist es gewesen. Wie viel bekomme ich plus? Naja, abgezogen werden mir 7000. Also habe ich noch knapp unter 15.000 plus gemacht. So, wo ist denn hier eine Werkstatt? Da ist eine Werkstatt, da ist auf jeden Fall auch ordentlich was los. Ich weiß tatsächlich nicht, wo eine Werkstatt ist, aber wir treffen uns da, würde ich sagen. Ich werde sie schon irgendwo finden. I guess hier rechts, ne? Müsste vielleicht. Ah, ne, hier links. Oh, jetzt sehe ich sie tatsächlich. Warum? So, Motor direkt First Try angesprungen, sehr schön. So, durch das leckige Carlisle. Ey, muss doch auch. Warum ist hier eigentlich so viel los in diesem Carlisle? Keine Ahnung. Was ist hier? Eigentlich, wir versuchen gerade währenddessen so 3 und 4, 97 Fahrer raus und reinzufahren gleichzeitig. Zur Werkstatt. Und dann fahren die auch noch rückwärts raus. Sind die dumm? Also, die Fahrer können ja alle so schon nicht fahren. Ja, also ja, zur Werkstatt. Also ich will auf jeden Fall zur Werkstatt, aber ich komme aus meinem Betriebshof hier. Ah, Mitte, da, okay. Also. Ja. Da komme ich auch noch nicht raus. Ich glaube, ich fahre einfach. Okay. Das hat, ja gut, das macht natürlich keinen Unterschied, ob ich da jetzt in den Rennen noch reingefahren und 1% Schaden bekomme oder nicht. Aber der war scheinbar schon noch in der Collision Zone. Hier parkt einer gerade quer vor der Ausfahrt. Du kommst nicht raus. Bei der schon in der. Ah, okay, jetzt ist er weg. Sehr gut. Okay, ich habe auf jeden Fall auch 1% Schaden gehabt. Wow. Aber den habe ich jetzt auch repariert. Dann probiere ich mich hier irgendwie hinzustellen. So, wo stehst du denn? Ich stehe beim Ausgang, da ich das. I see. Wäre cool, wenn du dich so auch so hinstellst, können wir auch ein gutes Thumbnail machen. Und das kriege ich nicht hin. Ach, okay, perfekt. Egal, aber dann so machen wir es so. Stehen ist auch cool. ja. Leute, also, ich hoffe, ihr hattet wieder ganz viel Spaß. Lasst eine Bewertung da, schreibt was in die Kommentare, positive sowie negative. Ich denke, damit haben wir alles gerne gesehen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch gerne machen. Checkt auch Mikes Sicht aus. Der Ganze hat das ja auch mit aufgenommen. Also oben rechts in die Infokarte abchecken. Bis dahin, bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao. We'll be right back.